Zeichen der Zeit. Haltet euch besser für V-Reise bereit. Jetzt wird nur noch ohne Geschleime gereimt. Denn wir leben in interessanten Phasen des Wahns. That's what I call hard times. Ja, Zeichen der Zeit, haltet euch besser für V-Reise bereit. Jetzt wird nur noch ohne Geschleime gereimt. Denn wir leben in interessanten Phasen des Wahns. Ja. That's what I call hard times. Erleben wir Big Sister oder Big Brother? George Orwell hat jetzt einen gläsernen Lover mit nem Implantat für direkten Kabelempfang, damit der letzte Depp glaubt, dass er sich am Nabel befand. Auf der Gabel befand sich der letzte Schrei. Hetzereiner Statussymbol, egal ob gestohlen oder im Laden geholt wurde, egal ob Fetzerei. Jetzt will doch jeder der Coolste sein. Niemand will sich mehr vorstellen, in es an den Schuhen zu sein. Zwischenmenschlich geht nicht, Hauptsache das Image pflegt sich. Wissen wird tätig, geistig unbeweglich, medial verträglich. Von Trend zu Trend steppen, aus reinen Selbstzwecken. Diesen Firlefanz könnt ihr euch in die untere Help stecken, kein Half-Steppen. Der Ebenholzprinz behält den Fokus. Schick Rapper ohne Inhalt direkt auf den Lokus, weil ich hoch muss, geistig und ethisch. Ohne Pardus versteht sich viel Zeug auf Platte, das Ding ratlos und kläglich, planlos und ähnlich. Kopien von Wackness schon schamlos vertätigt. Das Rap-Publikum in Deutschland dramatisch amnesisch, zugeschüttet mit Gruppenzwang erhöhenden Maßnahmen, die häppchengerecht zum Beriedeln zugeschnitten sind. Viele wie ferngesteuerten Land voller Fernsehtreuer, das im ganzen Vergnügungswahn seine ganzen Gelehrten feuert. Währenddessen wächst und wächst der Polizeistaat. Ich weiß, Schab, dass wir für Blindheit einen hohen Preis zahlen. Zeichen der Zeit, haltet euch besser für V-Scheiße bereit. Jetzt wird nur noch ohne Geschleime gereimt. Denn wir leben in interessanten Phasen des Wahns. Yeah, that's what I call hard times. Ja, Zeichen der Zeit, haltet euch besser für V-Scheiße bereit. Jetzt wird nur noch ohne Geschleime gereimt. Denn wir leben in interessanten Phasen des Wahns. Ja. Yeah, that's what I call hard times. Überlegt doch mal, was wir uns oft selber für einen Schrott antun. Goldene Kälber, Depro, weil das Leben zu schnell war. Die Innenstädte sind gefüllt mit gestressten, gehetzten, geblendeten Konsumrauschverletzten. Jetzt zittern sie alle nach dem Babylon-Brande. Blinde Wut, Hass und Terror verdarbt die Romanze. Mit der reich geschmückten Luxusmäßig gibt's keine Lücken. Doch auf ihrer Kehrseite müssen Minderheiten sich leise bücken. Klar war, das ist ne teuflische Tat. War doch so viel Trauer, sehe ich auch gerne mal für Afrikaner, die in Kriegen sterben, aus ihrer Heimat vertrieben werden, von uns ausgewiesen werden, während wir hier von Frieden schwärmen und die Hälfte von uns vor der Glotze verblödet und im Osten die blühende Landschaft trotzdem verödet. Reaktionäre Kräfte, die Überwachung vorantreiben. Wer baut die Kameras? Da werden Aktien ansteigen. Dann höre ich Gesülz von MCs über Liebesgeschichten. Prahlen von Sex mit Frauen aus Ghana, was haben sie die denn geschissen? Rap-Sex-Tourismus? Leckers machen Wack-Rap-Purismus. Und siehst du die Videos, ist es wie Rap-Nudismus. Ich bin nicht Brüder, aber werde konservativ. Hip-Hop war früher nicht durch einen Sponsor aktiv, war Kraft seines Ausdrucks alternative Speerspitze. Nur ein wenig von dem Flavor zurück, das Speerspitze. Denn glaub mir, halt werden wir brauchen in den nächsten 2 Jahrzehnten in unserem Leben, auf rauen Wegen. Ob dreidimensionalerer Hip-Hop uns weiterhilft, weiß ich nicht. Doch Clowns generell weiß ich, die reißen mich. Natürlich will ich auch Lebensfreude genießen. Trotzdem soll auf dem Feld, das ich bestell, auch Wissen sprießen. In der jetzigen Zeit hab ich es recht wieder leid, wenn ein Schmuck sein Todgeborener Comedy-Rap-Lieder schreibt.